meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Healing. Yeah. So, kleiner Frosch im Hals, letzte Folge. Ja, alles klar. So, wir haben gehackt, wir sollten hacken, wir haben von Shadow das Hacking-Programm bekommen. Es ist diesmal ein anderes Hackspiel, das hätte man auch ruhig gerne mal eine kleine Runde aufnehmen können. Habe ich schon mal gespielt, weiß nur nicht mehr wo. Aber weiß ich, was ich jetzt besser finde, ob ich nun das Hackspiel geiler finde oder eben halt, wie die Traditionen eben halt sind, wie bei 7 und The Sign, diese Tetris-Spiele. Ich fand ich schon geil. Ja. So, Kinderchen, los geht's. Shadow will wieder was von uns. Shadow. Wow, das ging ja schnell. Reife Leistung. Ja, aber finde ich kompliziert. Wer hätte das gedacht? Ach, hältst du mich für so dumm oder was? Das war gar nicht so einfach. Was soll das heißen? Richtig, genau, was soll das heißen, Digga? Sorry, so war das nicht gemeint. Ich wollte lediglich damit sagen, du scheinst ein echtes Talent zu sein. Dankeschön. Das freut mich zu hören. Bin gerade über mich selbst erstaunt. Hör auf, rumzuschleimen. Tue ich nicht. Das war mein Ernst. Dann lass uns mal schauen, ob sich deine Mühe gelohnt hat. Okay, ein Video, Kinders. Ich glaube, ich platze gleich die Ohren. Oh fuck, ist das laut. Warum ist das laut? Ja, in dem Moment, ne, geht das weg, ne? Man drückt dann so und dann, ach, nö, doch nicht. Und das war jetzt irgendwie so ein Ding, was wir jetzt aufdecken mussten. Das war verschlüsselt. Warum? Ja. Hast du es dir angeschaut? Klar, Digilein. Ja, hab ich. Was bezweckt er nur damit? Na super, schon wieder so ein wirres Zeug. Ja. Ja, leider. Wirklich verblüffend, wie viel Aufwand dieser Freak betreibt, nur um Verwirrung zu stiften. Und diese animierten Videos. Da hat jemand Ahnung von dem, was er tut. Und das macht mir ein wenig Angst. Sei doch nicht so ein Schisser. Du machst mir echt Mut. Wieso macht das dir Angst? Wenn jemand Angst haben sollte, dann ja wohl ich, ne? Diese perfekt inszenierten Videos wirken schon fast fanatisch. Da ist jemand besessen davon, euch unterschwellig Angst einzujagen. Wir dürfen diesen Dr. Crow nicht unterschätzen. Ich werde mir mal dieses Video noch etwas genauer anschauen und versuchen, weitere Infos herauszubekommen. Okay, viel Glück. Danke. Du könntest währenddessen versuchen, Dr. Crow anzuschreiben. Vielleicht schaffst du es, ihm ein paar Informationen zu entlocken. Okay, ich versuch's. Ich drück dir die Daumen. Erwähne jedoch mit keinem Wort etwas mit mir oder der Entführung. Sollte er wirklich etwas damit zu tun haben, werde ich das bald herausfinden. Okay, hab verstanden. Ich bin ja nicht blöd. Ja, hoffentlich hältst du recht. Ich bin nicht blöd, Shadow. Den Eindruck hatte ich bisher auch nicht. Ah, das geht ja runter wie Öl. Okay, ich wollte mir das Video noch... Wollen wir das Video noch einmal angucken? Weil ich glaube, ich möchte auch gerne ein anderes Thumbnail davon haben. Trotz all dem muss ich sagen, die Musik ist doch ganz schön laut davon, ne?
von dem Video. Alles da. Das ist gruselig. Okay. Was wollte ich sagen? Was nicht so optimiert ist, finde ich, ist, dass tatsächlich, wenn du Videoanrufe hast, sind die Stimmen teilweise sehr leise und jetzt hier die Musik sehr, sehr laut, ne? So. Dr. Crow. Dr. Crow ist offline. Was hat es mit diesem Video auf sich? Diese Puppen vor Annas Tür. Warst du das? Nimm endlich die Maske ab und zeig dich, Mann. Amanda Quim. Oh, er ist online, wa? Auf jeden Fall wurde die Nachricht zugestellt. Zwei blaue Haken heißt er immer online, ne? Ist es nicht die Ungewissheit, die unser Leben erst lebenswert macht? Puppen sind nur leere Hüllen ohne Seelen. Doch die Pest ist nach Jahrzehnten der Stille allgegenwärtig. Basti. So, wer ist Dr. Crow? Wer spielt den? Ich will's wissen. Hier geht's nicht weiter. Warum? Chats. Sehr schön. Shadow? Ne. Neu. Chats. Aber hier ist nichts, ne? Warum geht nicht weiter, diese Spiele? Habe ich dich wieder erinnert, was nicht? Secret Message V2. Na, das lief ja super. Jetzt sind wir genauso schlau wie vorher. So, Anonymous-Maske hier. Das ist doch, warte mal, wer hat, war das die Maske? Nee, warte, nee. Ich glaube, Dr. Tiefenbrunner hatte damals eine andere Maske aufgehabt, ne? Ich glaube, ohne irgendwelchen Bartschnüsselkram und so alles, ne? Wobei ich die von Annalena am geilsten fand, die Maske, die Purge-Maske da. Da bin ich wieder. Oh, endlich kann ich meine Stimmlage mal wieder ein bisschen anders machen, ey. Meine Nachbarn haben leider nichts mitbekommen. Schade, oder? Hätte mich auch gewundert. Ja, ein Versuch war es ja wert, ne? Ja, leider hängen die wohl wirklich. Ja, leider hängen die wohl wirklich 24/7 vor dem Fernseher. Du, ich bin auch nicht jemand, aber ich hänge von Handy tatsächlich. Tomji, wir dürfen diese Sache auf gar keinen Fall für uns behalten. Da pfeift sogar die Lunge. Die anderen müssen davon erfahren. Und du musst ihnen erzählen, dass Dr. Crow dich kontaktiert hat. Warte kurz, ich erzähle ihnen alles. Wir machen jetzt eine neue Gruppe auf. Ich warte. Strangers, du wurdest in der Gruppe hinzugefügt. Strangers, oh. Oh, das hört sich sehr unbekannt an, sehr fremd. Okay. Ja. So, Tomji, nun erzähl ihm doch mal, was wir gesehen haben. Hier schon mal die Gruppe. Ja, aber du fügst alle hinzu, da habe ich keinen Bock drauf. Strangers? Naja, weil wir uns alle nicht kennen. Mir ist auf zu schnell nichts Besseres eingefallen. Und Fremde passt ja auch irgendwie, oder? Ich füge noch schnell die anderen hinzu. Zum Glück musst du das machen und nicht ich. Ich hoffe, dieser Julius flippt nicht wieder aus. Wenn der überhaupt irgendwie wieder reinkommt in die Gruppe, wa? Lucy, Bernd wurden die Gruppe hinzugefügt. Julius wurde die Gruppe hinzugefügt. Julius ist nun online. Lucy ist nun online. War ich vorher nicht deutlich genug? Was soll das jetzt?
Sorry, Leute. Bernd ist online. Ich habe die Gruppe erstellt. Bitte warte kurz, ich füge noch die anderen drei hinzu, ja? Tim, Roxy wurden der Gruppe hinzugefügt. Valentin wurde der Gruppe hinzugefügt. Nee, das andere war ein Quintin, ne? Ja, genau. Valentin, Quintin, ja, hört sich schon ähnlich an. So, sind alle online. Lass uns quatschen. Na, da schau einer an. Nee, den hatte ich anders gesprochen, ne? Dr. Crow hat wohl wieder Langeweile. Die Ruhe hat ja nicht lange gehalten. Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz. Hey, lange nicht gesehen. Beruhigt euch. Dieser Spinner ist nicht in der Gruppe. Ich habe die Gruppe erstellt, weil ich euch etwas mitteilen muss. Ach, erst die große Heilung, jetzt die große Märchenstunde. Kann ich mich an den erinnern, dass wir den dabei hatten? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Alter, ich bin dabei, Digga. Da helfe ich dir, den zu essen. Naja, die kann ich auch essen. So. Timme. Sympathisch wie eh und je. Schön, dass du da bist, Julius. Timme. Timme. Sorry. Aber es muss einfach, wir spielen ja mit einem, der ist auch Tim, ne? Ein anderer Tim. Mit dem spielen wir immer diese Streams und diese, ja, die Streams, die wir eben halt machen. Übrigens, wir streamen auch Spiele. Ne? Der heißt auch Tim. Und er muss auch immer Timme. Sie wird immer Timme genannt. Okay, jetzt ist es gut. Ja, South Park, ne? So, du bewegst dich auf ganz dünn Eis, Timmy Boy. Lucy, achso. Habt ihr beide jetzt endlich mal? Ihr seid ja schlimmer als die Stammkunden in meiner Bar. Oh, du hast eine Bar? Sehr gut. Julius, es reicht wirklich. Tim, musst du immer deinen Senf dazugeben? Lucy hat recht. Reißt euch mal zusammen. Aber sowas von. Dankeschön. Anna, ich schieß los jetzt endlich mal. Ich bin jetzt voll neugierig geworden. Also, mir ist eben etwas ganz Seltsames passiert. Und zwar, kurz nachdem wir alle aus unserer Gruppe geworfen wurden, da hörte ich so ein verstörtes Kratzen an meiner Haustür. Als ich die Tür öffnete, war niemand mehr da. Aber es lag ein gruseliger Clown vor meiner Tür. Sah er ungefähr so aus? Oh, nein, sag es nicht. Ja, genau der war es. Vollidiot. Mann, lass den Blödsinn! Auf der Rückseite stand etwas geschrieben. Happy Birthday! Happy Birthday, dear, who are you? Okay. Hast du Geburtstag? Nein, eben nicht, das ist es ja. Okay, also hat dir jemand fälschlicherweise zum Geburtstag gratuliert und? Ja, das und? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Erinnert ihr euch noch an den Anruf von Dr. Crow? Achtet auf die Zeichen. Mann, ich glaube, es war er. Versteht ihr? Wir sind alle in Gefahr. Du leidest unter Verfolgungswahn oder so, Süße. Tja,
Tja, da kann ich nichts weiter zu sagen. Obwohl, das sag ich noch, da hat dir irgendeine Rotznase einen Streich gespielt. Wenn du das gruselig findest, solltest du dir mal meine Pranks anschauen. Ja, das machst du, da machst du dir ein Höschen. Ich habe da noch ein paar krasse Bilder im Archiv. Danke, das muss ich nicht sehen. Echt, zeig mal. Ach nö, bitte verschone uns. Ditto, kein Interesse. Ach komm schon, seid doch alle nicht so eine Dingenskirchen. Ich habe gerade echt andere Probleme. Und von dir, Tomji, hätte ich anderes erwartet. Ihr Weichflöten. Gibt es weiche Flöten? Tomji, ich suche dir ein paar nette Fotos raus und schicke sie dir gleich privat. Und zu dir, Anna. Hör auf, grundlos Panik zu verbreiten, das kommt nicht gut. Einfach mal locker durchs Rückchen atmen. Wow, durchs Rückchen atmen? Digga. Sorry, aber ich sehe es wie Anna hier. Hier stimmt etwas gewaltig nicht. Julius hat recht. Wir sollten den Teufel nicht an die Wand malen. Ach komm schon, gib mir doch wenigstens drei verfickte Antwortmöglichkeiten oder eben einfach mal nichts sagen. Wäre einfach mal gut. Irgendwie, okay, na komm, wir sind mal ein bisschen auf anderer Seite. Anna verbessert. Danke, Tomji. Ich finde dich auch voll nett. Ist vielleicht sonst noch jemandem etwas Seltsames passiert? Abgesehen von dieser Gruppenchat-Nähe. Ich wurde gerade eben von einem Hacker kontaktiert. Wir sollten da ja nichts sagen, ne? Hier kann ich übrigens nichts sagen drücken, ne? Alter. Oh, Alter, jetzt schreit jeder was, ne? Nope. Nee. Hier war nichts. Nö, mein Leben ist, ist wie mein Liebesleben. Alles tote Hose. Siehst du, Anna? Alles cool. Ich hätte mal so einen Plattdütsch-Mensch noch mal mit reinpacken müssen. Aber Plattdütsch-Leute gehören ja meistens immer den Eltern vorbehalten, ne? So war es immer. Und Roxy, was dein Lieblingslebens angeht, bin ich da. Wenn du mich brauchst, ruf mich an, Baby. Das hat er nicht gesagt. Oh, doch. Hat er. Durchspattel. Sehr reizend von dir, Julius, aber nein, danke. Warum sagst du nicht alle klar? Was hier doch diese Puppe angeht, ah, da bin ich bei Ihnen. Das ist sicher nur ein dummer Zufall. Alles gut, Süße. Glaub es mir. Ach stimmt, das war die, wo ich dachte, hier, das wäre Dings gewesen, ne? Aber ist sie ja nicht. Das sieht man aber tatsächlich, das konnte ich am ersten Folge nicht so sehen. Das sah tatsächlich so am Anfang so aus hier so, ne? Aber das ist sie nicht. Nein, das ist sie auch nicht. Das ist sie auch nicht. Das ist sie nicht. Das ist sie nicht. Das ist wieder anders. Ich kenne die nicht, aber das ist jemand anders. Okay. Oh. Also ich kann Annas Ängste absolut nachvollziehen. Erst dieser verrückte Gruppenchat, dann dieser gruselige Anruf. Ja, und kurz darauf diese Clownsfigur vor ihrer Tür. Denkt doch mal nach, Leute, es ist merkwürdig. Und da wäre noch etwas. Dieser Pestdoktor hat Tomji wieder angeschrieben. Musst du das erzählen, du alte Petze? Echt jetzt? Und was wollte er? Was wollte er denn von dir? So, Kinder, was er von uns wollte oder was wir darauf antworten werden, das sehen wir in der nächsten Folge. Es hat wieder Spaß gemacht. Ich habe richtig wieder Lust heute jetzt gehabt in dieser Folge. Ja, habe ich gehabt tatsächlich, ja. Also, ich wünsche euch noch viel Spaß. Zockt schön fleißig weiter. Schaut meine Videos und tschüssli Müsli.